Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Das nächste Level, das wir angehen werden, ist die Flitterwochenlagune, die noch verfügbar für uns ist. Irgendwie merkwürdig ausgedrückt, in neue Level zu gehen. Verfügbar, also die Mission ist verfügbar. Flitterwochenlagune, der elektrische Zaun, was haben die mit elektrischen Zäunen, ist mit der großen Maschine verbunden. Spiel mal mit ihr rum und sieh, was passiert. Oh ja, und bring mir was richtig Weiches zum Kuscheln mit. Deaktiviere die große Maschine, deaktiviere den elektrischen Zaun und hol was Weiches zum Kuscheln. Ja, ne? Dann schauen wir mal. Was Weiches zum Kuscheln oder was Flauschiges, wie auch immer, sollte wahrscheinlich mal wieder ein Schaf sein. Da vorne scheint doch schon die große Maschine zu stehen. Wir starten dieses Mal mit unserer Rennmaus, mit der wir das letzte Mal die Mission noch verlassen haben. Das wird übrigens nicht so bleiben. Wir werden die wenigsten Missionen eigentlich mit dem Tier anfangen, mit dem wir die letzte Mission verlassen haben. Bis jetzt war es nur Zufall, dass wir mit den Tieren auch wirklich die Mission verlassen haben. Ja, und da vorne sehen wir auch schon Schafe. Hier, wenn wir vorne mit der Rennmaus rüber geguckt haben. Und jetzt müssen wir leider ein kleines Stück durchs Wasser. Die Rennmaus verträgt sich nicht gut mit Wasser. Wie wir schon mal gesehen haben, wenn wir mit der Rennmaus ins Wasser gehen, verlieren wir schnell HP. Und ja, gut. Wir haben jetzt im Moment noch keine Möglichkeit, an die Schafe ranzukommen. Und wir können stattdessen aber mit der Rennmaus hier etwas anderes noch holen. Nämlich diesen blauen Ring. Wir sehen da hinten noch einen in der Luft. Und diese blauen Ringe haben in der Tat nichts mit unserer normalen Mission zu tun. Tja, könnt ihr euch schon denken, wofür sie dann gut sein könnten? Schwierig, schwierig, nicht wahr? Aha, aha. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die große Maschine. Dann spielen wir doch mal ein bisschen mit der rum. Wir sehen, dass hier auf allen Seiten der Maschine jeweils Hebel sind. Dann legen wir doch einfach mal alle von diesen komischen Hebeln hier um und gucken, was dann passiert. Schwieriges Rätsel. Ja, das hat ja schon fast unseren hochanspruchsvollen Verstand überfordert. Ja, ne? Und so. Aufgabe erfüllt. Du hast die große Maschine deaktiviert. Das war eine sehr leichte Aufgabe. Und jetzt haben wir hier 4 Schalter um die Maschine rum, samt violetten Energiezellen, die wir aktivieren können und sammeln können. So, wenn wir das nicht schnell genug machen, dann deaktivieren sie sich wieder. Aber wir haben es schnell genug geschafft. Und die Aufgabe wurde erfüllt. Der elektrische Zaun wurde deaktiviert. Und jetzt fahren wir nochmal rum. Aha, haben wir alle Energiezellen gesammelt. Sehr schön. Ja, ne? Das war soweit nicht weiter schwierig. Schon haben wir 2 unserer 3 Ziele erreicht. Ja, das einzig wirklich interessante Ziel ist halt, was Flauschiges zu bekommen. Da unten sehen wir ganz viel Wasser, da wollen wir mit der Maus garantiert nicht runter. Irgendwelche merkwürdigen lila Energiesäulen, sieht sehr freakish, alienhaft aus hier, aber naja, was soll's. Und da vorne können wir den nächsten Ring erreichen und unterwegs eine violette Energiezelle einsammeln. Da dann schon haben wir den zweiten Ring durchfahren. Ja, da vorne ist ein kleines Wäldchen und da fährt irgendwas Orangenes, Orange-Braunes drin rum. Gucken wir mal, was wir da haben. Sieht nach Füchsen aus. Oh, Füchse. Ja, es sind wirklich Füchse. Dann erledigen wir sie mal mit unserer... Oder sie erledigen uns. Ja, leider macht die Maus nicht den übermäßig tollsten Schaden. Die Füchse aber an uns schon. Und es gibt allerdings ein kleines Geheimnis in diesem Level. Nämlich, wenn man hier unten in das Wasser reinfährt, dann finden wir hier unten ein Schaf? Fragezeichen. Typ Sprungding. Was zur Hölle? Umgebung Europa. Fähigkeit A, springen. Fähigkeit B, meh. Wasserresistenz okay. Masse mittel. Panzerung leicht. Stärke schwach. Zugkraft gut. Fallhöhe mittel. Produktion mittel. Antrieb Feder. Intelligenz sehr gering. Ja. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, dass man mit der Maus ins Wasser springen soll, um da ein Sprungding, ein Schaf auf einer Sprungfeder zu finden. Und ich weiß auch nicht, warum ein Schaf auf einer Sprungfeder nur eine mittlere Fallhöhe hat. Aber ganz davon abgesehen, da vorne sehen wir unser Ziel und noch mehr blaue Ringe. Und dieses Schaf ist übrigens nicht ganz wehrlos. Es stand zwar in der Beschreibung nicht drin, wenn wir allerdings im Sprung nochmal A drücken, machen wir diesen Rotierangriff nach unten. Und dieser Angriff ist brutal. Und wirklich, ich meine damit auch wirklich brutal. Wir können übrigens an eine lustige Stelle im Level springen, wenn wir hier vorne auf diese Box draufkommen. Ist aber nicht ganz einfach, das Timing dafür rauszubekommen, um mit dem Sprungding da wirklich hochzukommen. Wir versuchen es gleich auf dem Rückweg nochmal. Jetzt gehen wir erstmal die Füchse um. Sollte mit dem Sprungding nämlich kein Problem sein. Ah, die Kamera versucht mich von der Klippe runterzuschmeißen. Aber nochmal auf das Sprungding zurück, zum Finden des Sprungdings. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, dass man mit der Maus sich mehr oder weniger umbringen muss, soll, um da unten das Sprungding zu finden. Und jetzt sehen wir die Macht des Sprungdings. Bam! Ein Angriff hat gereicht und der Fuchs ist erledigt. So, zweiter Fuchs. Bam! Haben wir getroffen? Ich glaube nicht. Zweiter Angriff. Jawohl, jetzt haben wir ihn erwischt und erledigt. Wie gesagt, der Angriff ist brutal. Ja, dann gehen wir mal in so einen Fuchs rein, um sein Bio zu bekommen. Da haben wir Typ Fuchs, Umgebung Europa, Fähigkeit A, Teleporter, Fähigkeit B, Schwanz, Wasserresistenz, okay, Masse leicht, Panzerung leicht, Stärke mittel, Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe mittel, Produktion kurz, Antrieb elektrisch, Intelligenz sehr hoch.
Interessant. Das soll sehr hochintelligent gewesen sein. Ich weiß ja nicht. Ja, auf jeden Fall können wir mit diesen Füchsen teleportieren, auch wenn es mehr nach einem kurzen Warp-Schub aussieht. Aber gut. Ja, wirklich nützlich sind die Füchse hier nicht. Die Füchse können in der Tat in diesem Level eigentlich nichts machen. Die sind wirklich nur da, um uns umzubringen, wenn wir es denn tatsächlich versuchen sollten, sie als Maus zu töten. Es ist garantiert möglich, sie als Maus zu töten, wenn man sich nicht so doof anstellt. Aber es ist doch deutlich einfacher, einfach ins Wasser zu fahren und das Sprungding zu holen. Gut, wenn man dann so einen Fuchs erstmal hat, kann man auch ins Wasser gehen, ohne da unten zu sterben. Aber trotzdem, ich weiß ja nicht. Ich finde das eine sehr merkwürdige Design, weil das Schaf da unten zu verstecken. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Lautsprecher drauf. Und jetzt sehen wir, dass wir hier so ein bisschen über die Welt gucken können und ins Weltall sehen. Und wir sehen noch, dass die Wand irgendwie relativ 2D zu sein scheint. Ja, wie dem auch sei, wir können jetzt mal im Level hier vorne weitergehen. Denn da vorne sind schon die flauschigen Dinger, die wir besorgen sollten. Und ein weiterer blauer Kreis. Also gucken wir mal, dass wir durch den blauen Kreis durchspringen. Ja, wir haben getroffen, sehr schön. Und dann schnappen wir uns eins von den Schafen. Rotier, rotier, rotier. Leider bleiben die Viecher in Bewegung, was sie nicht gerade leicht zu treffen macht. Mistviecher, bleibt hier! Gott, für flauschige Mistschafe seid ihr aber ganz schön ausweichfähig. Bam! Gott, die halten mehr aus als die Füchse, echt. Ja, dann schnappen wir uns mal so ein Schaf. Aufgabe erfüllt. Du hast das Schaf, auch wenn da gar nicht in unserer Aufgabe stand, dass wir ein Schaf wirklich holen sollen, sondern nur, dass wir was weich-flauschiges brauchen, was eigentlich das Sprungding auch war im Endeffekt. Aber gut, ist ja auch egal. Wir brauchen auf jeden Fall das Schaf, um zum Teleporter zu kommen. Also, ne? Macht das keinen großen Unterschied. Ja, dann mähen wir unseren Weg mal darüber, denn ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo wir jetzt genau hin müssen und was wir jetzt genau machen müssen. Wir müssen jetzt nämlich den Aufzug hochfahren, um dann auf die Plattform, die hier so lila alienhaft hochstehen, draufzuspringen. Könnt ihr uns nochmal diesen Bildschirm hier demonstrieren, wenn wir da vorgehen. Da, Typ Schaf, Umgebung Europa. Ja, das scrollt dann einfach so da rein und zeigt halt unser Bio nochmal, wie bereits erwähnt. Aber wie gesagt, das werden wir erst später im Spiel, naja, wirklich nützlich nicht nutzen können, aber wirklich nutzen können, um was Neues zu demonstrieren. Denn ein paar von den Bios von den Tieren im Spiel sind, wie gesagt, leider verbuggt und zeigen sich einfach nicht, wenn man ein Tier zum ersten Mal übernimmt. Wie gesagt, da kommen wir später noch zu. Ich schätze mal, das ist auch der Grund, warum am Anfang des Spiels nicht die richtige Zahl von Tieren angezeigt wird, die man schon getroffen hat. Wir haben ja schon gesehen nach der ersten Mission, dass uns 3 Tiere angezeigt wurden, obwohl wir nur den Hund und nur das Schaf getroffen hatten. Ich vermute mal, dass da irgendwie eins von den Tieren mitgezählt wird, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber das ist nur Spekulation von mir. Wir nehmen jetzt erstmal unser Jamaika-Schaf hier und fliegen über die Plattformen und sammeln die letzten violetten Energiezellen. Außerdem haben wir hier die letzten blauen Ringe und wenn ihr es bis jetzt immer noch nicht rausgefunden haben solltet, was diese blauen Ringe denn wirklich für uns machen. Ding, dong, ding, du hast alle Ring. Was für ein grauenhafter Reim. Natürlich aktivieren sie die Trophäe dieses Levels für uns, wenn wir alle durchfliegen. Und die Trophäe ist eine goldene Nachbildung der großen Maschine aus der Anfangsecke dieses Levels. Wow. Ja, das Rätsel von dieser Maschine war ja auch so schwierig, dass man es definitiv als goldene Trophäe verewigen musste. Ja, und wir sehen, wir haben mal wieder alle 15 violetten Energiezellen gesammelt, alle Missionsziele erfüllt und die Trophäe dieses Levels gesammelt. Das heißt, wir können das Level mal wieder verlassen. Also wieder zurück rüber zu dem Aufzug. Oh, das wird aber knapp. Ich hoffe, ich krieg's noch. Komm, Aufzug bleibt da. Ja, nimm uns mit. Nein! Ah! Okay. Ich hasse diesen Aufzug. Wirklich. Ich verabscheue ihn von tiefstem Herzen. Jedes Mal, wenn ich dieses Level spiele, fährt mir dieser Aufzug vor der Nase weg, wenn ich gerade an diesem Ding ankomme und draufgehen will. Und meistens werde ich dann ungeduldig und stelle mich mit dem Tier mehr oder weniger unter den Aufzug, wodurch er mir dann beim nächsten Mal runterkommen nur eins über den Deckel brät. Ehrlich, ich hasse diesen Aufzug von ganzem Herzen. Aber wir haben es geschafft. Ein weiteres Mal erklingt die Siegesmelodie. Wir haben das dritte Level abgeschlossen und immer noch... Bau! Haha, er hat sich die Hand gestoßen. Ja, ein weiteres Mal haben wir 100% gesammelt. Wir sehen jetzt, wir können auch schon die nächste Welt betreten. Nicht nur die Farm der Batterien, welche das eigentlich nächste Level wäre.
Ja, hier ist das nächste Level dann Schneespiele. Aber wir werden erstmal den ersten Abschnitt komplett fertig machen, bevor wir uns in die Eiswelt rüberwagen. Das ist nur dafür, wenn einmal die Level zu schwer werden, was einem als Kind, das dieses Spiel spielt, tatsächlich häufig mal passieren kann, da hier viele Sachen nicht gerade so offensichtlich sind und man da schon mal Hilfe von einem Spieleberater brauchen könnte, der allerdings, glaube ich, nicht existiert für dieses Spiel. Und wenn man auch noch nicht im Internet nach Lösungen gesucht hat oder ähnliches, dann konnte dieses Spiel schon mal stellenweise sehr schwer werden. Also, bis zum nächsten Mal. See ya!